Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Victron-System bzw. um den Cerbo GX, wo das Betriebssystem Venus draufläuft. Die haben ein neues Design rausgebracht. Ich finde das neue Design sehr stylisch geworden. Das werde ich euch heute mal vorstellen. Wenn dir mein Video gefällt, hinterlasst mir gerne ein Like und auch über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Warum solltest du abonnieren? Damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Und wenn du noch benachrichtigt werden willst, aktiviere die Glocke und dann wirst du auch noch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Aber ich will nicht so lange schnacken. Alles weitere folgt wie immer nach dem Intro. Hallo, ich bin der Markus von Campinghof 5 und möchte dir heute das neue Design von Victron vorstellen. Victron hat in seinem Betriebssystem, also in dem Venus, ein neues Design hinzugefügt, in der Beta-Version allerdings erstmal. Und das werde ich dir heute vorstellen. Was ist überhaupt der Cerbo bzw. das Venus? Also kurz gesagt, der Cerbo ist die Zentrale und Venus ist das Betriebssystem. Jetzt würdet ihr euch fragen, warum brauche ich eine Zentrale? Die Geräte sind doch alle einzeln steuerbar. Ja, damit ihr aber nicht in jedes Gerät einzeln reinspringen müsst, hat Victron natürlich eine Zentrale, wo die oder in der die einzelnen Geräte einsteuerbar sind. Zumindest die meisten. Ja. Also ein Ladebooster, der geht nicht, das weiß ich. Das Smart Shunt geht. Und bei den anderen Gerätschaften weiß ich nicht. Was hat Victron alles für Geräte? Naja, so ziemlich alles, was das Herz begehrt, was mit Strom zu tun hat. Und mit Tanks mittlerweile auch schon. Fangen wir mal an. Wechselrichter, Solarregler, Ladebooster, Smart Shunt, Batterie-Management-Systeme, Tanküberwachung, also Frischwasser, Abwasser, Fäkalientank, beziehungsweise Schwarzwasser und Grauwasser in dem Sinne. Das kann die Firma Victron alles mittlerweile messen, steuern und auch ja, auswerten, sagen wir es mal so. Dann hat Victron noch natürlich eine webbasierte Anwendung, die mit dem Internet kommuniziert, beziehungsweise mit ihrer eigenen Webseite und wo du dann von der Ferne aus auf deine Gerätschaften zugreifen kannst und auch abfragen kannst. Aber ich will ja gar nicht so, wollte gar nicht so weit abschweifen. Ich will dir heute das neue Design von dem Betriebssystem vorstellen. Und dazu schwenke ich jetzt mal um auf die Kamera bzw. auf die PC-Kamera. Wie eben schon gesagt, ich habe jetzt umgeschwenkt auf die PC-Kamera. Ich werde jetzt mit dem Browser meiner Wahl das neue Design aufrufen. Das mache ich jetzt auch sofort. Ich nehme Firefox, ihr könnt jeden x-beliebigen nehmen, es gehen alle. Dann müsst ihr damit eure IP-Adresse, die müsst ihr natürlich wissen von eurem Cerbo GX bzw. ja doch von eurem Cerbo bzw. von der Raspberry Pi. Bei mir läuft das Ganze auf einer Raspberry Pi 3, im 4er geht auch. Welcher nicht so geeignet ist, ist der 1er und der 2er. 5er, glaube ich, gibt es noch keine Möglichkeit, das zu installieren. Ja, ganz wichtig ist, wenn man das neue Design aufrufen will, dass man GUI-Beta eingibt. In dem Sinne, ich wiederhole es einfach nochmal, IP-Adresse / GUI, also GUI-Beta, BETA, / und dann kommt man zu dieser Ansicht. Das kann manchmal so ein, zwei Minuten dauern, bei mir geht es jetzt relativ schnell, weil ich die schon einmal aufgerufen hatte. Ich mache mal das weg hier. So sieht es jetzt erstmal aus, wenn man das aufruft. Das ist die erste Ansicht. Jetzt werdet ihr euch fragen, ich habe es in Deutsch eingestellt in dem alten System, warum ist es denn jetzt in Englisch? Ganz einfach, weil das neue System in Deutsch noch nicht verfügbar ist, beziehungsweise da fehlt es wahrscheinlich noch an irgendwelchen Sachen. Aber was sehen wir? Also was sehe ich vielmehr erstmal? Ganz einfach, ich habe einen Smart Shunt und einen Ladebooster und zwei Sensoren vom Mopeka, die ich letztes Mal vorgestellt habe, indem ich die Gasflasche erfasse. Ich sehe hier 100% Status, also State of Charge. State of Charge ist im Prinzip der Zustand der Batterie, ist bei 100%. Das heißt, sie ist vollgeladen. Dann sehe ich noch LPG. LPG ist mein Gas und da habe ich 30%. Könnte daran liegen, weil eine Flasche leer ist und eine Flasche halb voll oder etwas mehr als halb voll. Dann sehen wir hier
ein Bindestrich, zwei Bindestriche mit Watt und so ein, ja, so ein Unendlichzeichen oder beziehungsweise Wechselzeichen. Das, damit ist die Wechselregler beziehungsweise Wechselrichterleistung genannt. Habe ich aber nicht. Deswegen sind da zwei Bindestriche. Dann haben wir noch 0 Watt. 0 Watt hängt damit zusammen, ich hänge am Landstrom und deswegen zieht das System keine Leistung aus der Batterie. Dann sehen wir noch die Uhrzeit. Wenn wir jetzt einmal klicken, dann kommt hier unten so ein Menü und hier oben kommen zwei. Wenn ich hier oben drauf klicke auf das kleine Button hier, dann sehe ich die Temperatur, die vom Wetterdienst herausgegeben worden ist. Nicht eine gemessene, ganz wichtig. Dann sehe ich den Tag und dann sehe ich Montag, Dienstag und Mittwoch. Warum auch immer Montag, Dienstag, Mittwoch. Heute ist Freitag. Naja, egal. 9 Grad, 11 Grad und 13 Grad. Also es soll wärmer werden, ne? Schön. Freue ich mich. So, wenn man dann wieder draufklickt, kommt man zu der Ansicht zurück. Jetzt gehen wir mal in den Overview. Der Overview ist im Prinzip ähnlich aufgebaut wie damals das alte Design, was natürlich jetzt viel cooler ist. Die haben das hingekriegt, dass der ganze Bildschirm ausgenutzt, also der Großteil der Bildschirm ausgenutzt wird. Das war bei dem alten leider nicht der Fall. Da konntest du einen 20 Zoll dranhängen und trotzdem war es relativ klein. Hier haben sie es jetzt hinbekommen, dass sie fast die komplette Fläche ausnutzen. Warum sehe ich bei mir so wenig? Weil ich habe keinen Wechselrichter, ich habe noch keinen Solarregler, sondern ich habe nur einen Ladebooster. Da werde ich noch einen Smart Shunt dazu schenken, dann kann ich hier einen Alternator, nennt sich das denn, dann sehe ich, wie viel Leistung der Ladebooster während der Fahrt reinschiebt und kann das auch dokumentieren. Dann sehe ich hier die Batterie, wieder meine 100% Ladung, meine 10 Grad, per Zufall sind es 10 Grad auch bei der Wettervorhersage gewesen, meine 14,2 Volt Batteriespannung, also Aufbaubatteriespannung, dann fließen zurzeit 0 Ampere, liegt da dran, wie gesagt, ich hänge am Landstrom und es fließen 0 Watt. DC-Loads kann ich auch noch nicht messen so richtig, weil ich auch da noch kein Smart Shunt für habe. Wenn man hier noch eine Solaranlage auf dem Dach hat oder als Tasche oder wie auch immer, dann kommt hier unten noch der Solar, die Solarleistung dazu. Dann gehen wir mal in Levels. Levels ist nichts anderes wie Tank. Also Tanks und Temperaturen. Was sehe ich jetzt hier? Ich habe zwei Gasflaschen. Ich weiß, das ist meine Alugasflasche und ich weiß, das ist meine Stahlgasflasche. Ich habe extra zwei unterschiedliche genommen, weil ich mitgekriegt habe, dass man auf Campingplätzen häufig nur Stahl tauschen kann und Alu eher nicht. Deswegen habe ich zwei Gasflaschen. Also eine Stahl, eine Alu. Ich muss ein bisschen aufs Gewicht achten, das ist eben halt, wenn man jünger ist, so wie ich, dann muss man aufs Gewicht achten, also nicht nur auf sein eigenes Gewicht, sondern auch auf das Gewicht vom Wohnmobil, weil häufig sind die Dinger schon stark an der Grenze, wenn nicht sogar schon überladen. Kommen wir aber zurück eigentlich zum Thema. Und zwar habe ich hier meine Aluflasche, die hat zurzeit 0%, die ist leer, und meine Stahlflasche hat 61%. Die ist also etwas mehr als halb voll. Klicken wir nochmal drauf. Jetzt gehe ich in Environment. Environment ist im Prinzip die Temperatur. Ich habe ein Raspberry Pi, da hatte ich ja gerade auch erzählt, da läuft der Cerebo GX drauf, beziehungsweise das Venus Betriebssystem, und der hat zurzeit 34 Grad, der Pi. Dann gehen wir mal weiter in die Notifications. In Notifications sehe ich alle Alarme, also wenn die Batterie Unterspannung hat, wenn sie Überspannung hat, wenn sie zu warm ist, wenn sie zu kalt ist, wenn, ach, was weiß ich, was es noch für alle Meldungen gibt. Das sehe ich hier in den Alarms, beziehungsweise hier heißt es Notifications, also Benachrichtigung. In den Settings habe ich genau die gleichen Einstellmöglichkeiten wie in dem alten Design. Jetzt werdet ihr euch sagen, warum hat er alles in Englisch? Na, das ist doch so ein kleines Manko. Die deutsche Version kann man zwar versuchen einzustellen, aber er hängt sich zumindest bei mir auf. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Wenn das bei anderen anders ist, hinterlasst mir doch einfach mal einen Kommentar, was ich da falsch mache.
damit ich dann das auch auf Deutsch umstellen kann. Ja, wie kriege ich dieses Design eigentlich hin? Oder wie bekomme ich zu dem Design? Das ist eigentlich relativ einfach. Man geht auf Firmware und dann sagt man Online-Updates, wenn mich nicht, ja doch, Online-Updates. Und dann kann man hier einmal das Large heißt im Prinzip, dann ist Node-RED noch mit dabei. Wer es braucht, gerne. Oh, es gibt ein neues Update, vielleicht passiert wieder irgendwas. Und dann sagte Latest Release Candidate. Das heißt, ich kriege auch die Beta-Version. Wenn ich das umstalte nur auf Re Latest Release, dann kriege ich die Beta-Version nicht. Und dann kann ich auch dieses Design nicht aufrufen. Das muss euch bewusst sein. Ich werde jetzt aber kein Update machen, weil das werde ich in Ruhe machen. Und hier hat man halt genau die gleichen Einstellmöglichkeiten wie damals auch bei dem alten Design. Das alte Design werde ich noch mal kurz einblenden, damit ihr seht, wie es aussah. Ich bin hellauf begeistert von dem, weil halt der ganze Bildschirm einmal ausgenutzt wird. Es blendet nicht mehr, wenn man es irgendwo hängen hat. Ach so, man kann es tatsächlich noch umstellen, auch auf hell. Ich gehe jetzt mal auf Display und dann sage ich hier Mode. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, dass ich das auf Light umstelle. Es ist natürlich sehr hell, also ich finde, es blendet. Und oder auf Auto. Jetzt weiß ich nur nicht, was Auto heißt, ob er da irgendwo einen Lichtsensor hat und dann sagt, okay, bei hellig, bei Sonne schalte ich um auf weiß und wenn dunkel ist oder spät abends ist, schalte ich um auf dunkel. Habe ich mich noch nicht weiter mit beschäftigt, ist aber auch für mich, ich will das Schwarze nehmen. Also, ja. Hier habe ich noch, wie gesagt, die verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Hier ist zwar schon das Relay hinterlegt, aber ich kann es halt noch nicht bedienen. Ja. Jetzt schwenke ich wieder um auf meine andere Kamera. Ja, ich habe euch das Servo GX gezeigt, beziehungsweise das Windows-Betriebssystem. Ich bin hellauf begeistert von dem neuen Design. Ich werde es definitiv umgestellt lassen. Ich hoffe, dass Victron da nochmal nachlegt mit den deutschen Versionen und auch das mit den Relais. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Wir werden uns zwischen den Jahren auf jeden Fall nochmal hören. Aber bleibt bis dahin gesund und wir sehen uns zwischen den Jahren. Bis bald. Ciao.